Einen schönen guten Morgen an euch allen. So wie es aussieht, geht der Sturm heute weiter, der Mai-Sturm. Wie gesagt, ich habe gestern auch gesagt, es soll bis heute weitergehen. Und im, wie man so schön sagt, im Regen, beim Unwetter grüßt auch noch das Rotkälchen. Wenn man das leider von hinten sieht, jetzt ist es umgedreht, sieht man das Rotkälchen von vorne. Hab immer die Gabe, ein Rotkälchen zu filmen. Macht mir auch riesen Spaß. Für heute wieder Regen, Schauer. Und dabei sind sogar 14 Grad. Es hat sich ganz schnell abgekühlt seit letzter Nacht. Na gut, es muss irgendwo letzte Nacht ja auch gewittert haben. Das Rotkälchen scheint das Wetter nichts auszumachen. Es sitzt ganz gemütlich auf dem Ast und ist am Singen. Heute Morgen hat mir ein Rotkälchen getrillert wie eine Pfeife. Und wenn ich so trillere wie eine Pfeife, das ist schon mega lustig. Das scheint dem Wind noch nicht mal was auszumachen, das Rotkälchen. Im Gegenteil, ist noch am Putzen auf dem Ast. Ja, 14 Grad und da gibt es gleich wieder Schauer. Das hat ja gestern Abend schon gerichtet. Das Rotkälchen hat irgendwie Spaß haben an dem Wetter. Wenn ich Glück habe, dass es doch pfeifen tut wie eine Trillerpfeife, das wäre ja ganz nett. Was machen die noch nur aus Lust und Laune, habe ich das Gefühl. Es war hier nochmal das Wetter. Ganze Zeit das Rotkälchen gestartet. Jetzt zeige ich euch mal. Ja, da kommt eine Front. Bei den Bergen sieht man das ja schon nicht drübe. Dass es da anfängt zu regnen. Bei den Bergen sieht man das ja schon. Und wie gesagt, es haben heute gewisse Leute auch Hochzeitstag und das Wetter ist leider nicht besser geworden. Aber es sollte, so wie ich gehört habe, einen Hitzepfingsten geben. Es soll auf Pfingsten Hitze kommen. Und das ist mein Geburtstag, der 31. Mai. Nur die Wolken. Das Rotkichel sitzt doch da, während ich die Wolken aufnehme. Das ist schon richtig krass. Das scheint das Wetter wirklich nichts auszumachen. Es gibt ja Vögel, die immer Spaß machen in so einem Wetter. Aber ihr müsst jetzt auch Angst haben, sobald ich den Balkon nähere, dass das Handy runterfliegt wegen dem Wind. Es sind immer noch diese Böen bis zu 100 km/h. Hey, schaut euch das mal an, Besuch von der Sonne. Na, du Rotkätzchen, du bist aber auch süß, ne? Hast du Spaß bei dem Wetter? Ich
Ich glaube, das hat sich nach mir, ja, das hat sich nach mir hingedreht. Süßes Rotkäppchen. Ne, befindet sich noch eins, aber weiter weg leider. Sucht, glaube ich, einen Spielgefährten. Du bist aber ein süßer Vogel. Hast auch schwarze Augen. Da kann man sich nicht unterhalten. Muss halt einen anderen Vogel suchen. Also, Rotkäppchen sind schon die ganz mutigsten Vögel, die ich jetzt gesehen habe, dass sie Wetter aushalten. Guck mal, ob ich ein paar Bilder von dir. Es kommt ein Wind. Nee. Du bist auch schlecht zu sehen, gerade im Moment. Ich bin schon bei der Aufnahme 6 Minuten bei der Aufnahme. Das Rotkäppchen sitzt doch irgendwie 1A. Ich finde die Vögel richtig krass. Im Gegenteil, er lässt die Feder noch beim Wind gleiten. Verloren, jetzt weiß ich nicht bewusst. Ah doch, jetzt weiß ich es. Die Sonne ist wieder rausgekommen. Das Rotkäppchen sitzt immer noch und immer noch. Ich glaube, das kann jetzt stundenlang singen und warten, bis ein Spielgefährten kommt. Du bist auch ein krasser Vogel, Rotkäppchen. Hey, wie unterhaltest du dich mit dem Wetter? Ich glaube, ein Foto ist ja schon, dann muss ich noch ein Foto machen. Siehst du mich etwa am Balkon stehen, Rotkäppchen? Oder alles durch mit mir? Ist aber nett. Da die Sonne. Die lacht wieder. Es sind noch andere Vögel draußen, höre ich, aber das Rotkäppchen hat Spaß zu haben. Jetzt bin ich gleich schon bei 10 Minuten bei der Aufnahme. Und ihr seht hier, dass es hinten noch mehr schwarz wird. Das ist jetzt diese Reise, weil es kommt wirklich eine Regenfront auf uns zu, also Schauerfront. Ich habe keinen Bock, dass das Handy runterfliegt, das wird ja hinten schon ein Riss und jetzt gleich 10 Minuten sind, gehe ich jetzt dann wieder rein. Wie gesagt, heute ist es kalt, windig, Sturm und der letzte Mai-Sturmtag, hat morgen wird es wieder besser mit dem Wetter, kommt die Hitze, kommt besserweise mal wieder. Ich wünsche euch alle noch einen schönen Sonntag, sagen wir mal bis dann, der wird wieder heftiger. Das sieht man im